Manuel, Spitzenspiel in Söllingen gegen Krötzingen. Zufrieden mit dem Ergebnis? Derby war es ja auch. Ja, also wenn man jetzt den Spielverlauf anguckt, muss man sagen, kann man zufrieden sein mit einem Punkt. Ja. In der zweiten Halbzeit habt ihr doch ziemlich stark gedrückt. Genug Lohn dabei herausgekommen? Ja, also wie gesagt, wenn man den Spielverlauf anguckt, erste Halbzeit war Krötzinger besser, zweite Halbzeit waren wir besser. Also von daher muss man sagen, ist eigentlich gerechtes Unentschieden. Euer nächster Gegner ist Mutschelbach 2, es wird ein Auswärtsspiel sein. Wie geht ihr in das Spiel rein? Ja, natürlich, also wir sind Tabellenführer, wir wollen unsere 3 Punkte wollen wir holen, wir wollen jetzt so viele Spiele wie möglich gewinnen und unsere Position da oben verteidigen. Also das ist natürlich klar, dass wir da 3 Punkte holen wollen. Der Anspruch an sich selbst, an der Spitze zu sein, ist schon da. Ja, natürlich. Also wir haben uns das erarbeitet mit in der Vorrunde mit einer Niederlage bloß. Wir haben jetzt letztes Wochenende unsere 2. Niederlage kassiert. Also ich denke mal schon, dass der Anspruch da ist. Ja. Wenn man das große Bild, die große Situation betrachtet, zufrieden? Ja, also natürlich. Wir sind ja Tabellenführer, also da kann man ja bloß zufrieden sein. Gibt es auch irgendetwas, wo man dran arbeiten muss oder womit man unzufrieden sein kann? Ja, natürlich in der Punkteausbeute 2016. Da müssen wir noch dran arbeiten. Aber ich bin zuversichtlich, dass das in Zukunft passiert. Und meinst du, was habt ihr für Strategien oder was meinst du, wie das gehen soll? Das müsste der Trainer fragen. Das ist unser Stratege. Manuel, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Bitteschön, danke.